Also, weil du den Hauptschnupsi hast. Weil ich Host bin, ne? Das stimmt, ja. Aber du siehst es ja auch. Sehr gut, ihr dient dem größeren Guten, wie wir alle nun nennen, Helga Helium. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Eins vielleicht? Ja. Hä? Sind die voll? Ich glaube schon. Gewalttätig. Natürlich habe ich gewalttätige Gedanken. Ich, wenn ich hier wieder irgendwelche Leute aus der Gruppe verliere, dann kriege ich so's Kotzen. Na, ich auch. Was? Was für gewalttätige Gedanken? Oh Gott. Jawoll. Wir müssen uns anzicken. Was ist meine Lieblingsfarbe? Rot ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Ich nehme Rot. Jawoll. Das war jetzt nicht so gut, Andi, glaube ich. Ich versuche überall Störungsgefüge der Realität. Was haben wir jetzt vor? Wer läuft denn frei herum? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist echt wieder wunderbar. Er wird mich einsperren müssen. Boah, viel genau. Text. Genau. Ich hoffe, die Zelle hat eine schöne Aussicht. Bei den Zaubereinkerkerungen, da hätte ich nicht so Bock drauf. Eure Meinung zählt ihr nicht. Müssen die jetzt hauen oder was? Da seid ihr nun und eure 5 Schergen. Oh, die sind Überzahl. Oh. Oh, sie hält zu uns. Tja. Alles klar. Witzig. Jetzt so Feuerball reinhauen. Ja, deswegen kurze Break und nein, ich hab Fail. Hast du keine Zauber? Doch. Aber nicht die richtigen. Ich kann jetzt gerade die nicht das tun, was ich tun wollte. Auf jeden Fall alles auf den Magi, oder? Und links steht ein Dieb noch. Ja, das ist ein bisschen was. Also ich schicke mal alles auf den Magier. Also alles. Genau, ich zauber erstmal Mutterkind hin. Feuerball ist gelandet. Du hast gerade ziemlich viel Schaden bekommen, kann das sein? Ja, hast du. Aua. Ja, aber ich glaube, warte mal, ich glaube, den habe ich mir selber gemacht. Wir müssen die angreifen. So, der Magier ist weg. Ja, dann noch beide Magier. Irgendwer paced da hinten so ein bisschen rum. Ja, das ist, glaube ich. Also, so knüppelhart fand ich die Pflicht. Nee. Ich leg mal kurz den Pacer platt. Und du kassierst gerade ein bisschen auf die Kömbe. Ach so, ja. Ich glaube, ist einfach schon ein bisschen zu stark für die Quest. Ja, aber wir machen sie ja alle. Ich meine. Ja, ja. Geh weg. Ja, ja, easy. Lass mich. Oh. Ich hab mich verklickt. Was hast du gerade gemacht? Ich hab mich verklickt. Oh, Andi. Sorry. Und wieder. Du weiter. Nudel, ey. Das kann auch nur ich. Wie macht der Zug? Nup, nup. Du sagst es. So, jetzt die anderen noch. Ah, trink einen Tank. Oh, komm. Ja, stirb. Ja, renn mal weg. Bam. Ich geh looten. Ich geh den Magier schon mal looten da. Die waren jetzt gar nicht mal so gut eigentlich. Nee, ich konnte die gar nichts, aber. Mein Magier! Der Tränke dabei. Und ein magisches Schwertle. Magisches Schwertle. So, den Plattenpanzer plus 1 nur mit, den kann man nämlich auch verkaufen. Boah, ruckelt das hier. Brrr. Ruckel. Andi, egal was du nimmst, nimm mehr oder viel weniger? Viel mehr, ich will viel mehr. Ja, okay. Oh geil, ich habe einen neuen geilen Ring für mich gefunden, aber der verringert
verändert meine Rüstungsklasse. Ich kann Schutzumhang plus 1 nicht identifizieren. Die Kette da rein. Kurzschwert plus 1, Katana plus 1, naja. Ja, meine hatten auch einen coolen Ring. Okay. Hä, wieso kann ich... so schlecht geworden identifizieren. Ich habe einen Ring, der ist ganz cool. Der Magier kann sich einen Zauber des 5. Grades, einen Zauber des 6. Grades und einen Zauber des 7. Grades zusätzlich eintragen. Da ich leider noch keine 6 und 7 kann, ist es nur einer von 5. Grad. Soll ich mal mit der Hira reden? Vielleicht ist jetzt irgendwie ein bisschen... angepisst. Ja, ich gehe noch kurz ein bisschen identifizieren. Ich weiß gerade nicht, welche Hira nochmal war. Ist das die da? Ah ne, der da oben. Ich wollte gerade mit dir. Willst du mich verarschen? Hat nichts zu sagen, oder? Halt nicht. Will nicht reden. Ich will dich den ganzen Tag nur verarschen, weißt du doch. Ja, passt ja jetzt mal fertig. Ich muss ein bisschen sortieren und was so. Was haben wir denn im Tagebüchlein? Stimmt. Ja, die Quest ist nichts, damit auch aber beendet. Erledigte Aufgaben. Soll ich vorlesen? Mal kurz. Ja, mach mal. Ich bin vor die Hafen an ihrer Feste getreten, musste feststellen, dass die ganze Sache nur eine Inszenierung war, um die Ambitionen eines Mannes namens Galvary zu befriedigen. Er wollte das Kind Baals einkerkern und damit angeblich das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das würde seine Position bei den Hafen stärken und ihm die Chance geben, zum Herold zu werden. Lyra hat mich offenbar hierher gebracht, um Galvary zu demonstrieren, wie ich wirklich bin, doch die Entscheidung über meine Natur war schon vorher gefällt worden, wie ein Baum. Lyra war von der Behandlung, die mir zuteil wurde, so angewidert, dass sie auf meiner Seite gegen ihre Brüder kämpfte und dadurch zur Verräterin wurde. Jetzt ist Galvary tot. Seine lächerlichen Ambitionen wurden mit ihm zu Grabe getragen. Ja, apropos zu Grabe getragen. Ach so, wir wollten ja, doch noch richtig. Ins Friedhofsviertel. Wollen wir davor noch Zeug verkaufen? Ja. Aber vielleicht steht wieder irgendwo ein Hehler rum, bei dem nur ich verkaufen kann. Aber liebend gerne. Bist du eigentlich nur du? Ich bin doch der Dieb. Ja, trotzdem. Hier. Wir können ja auch mal, wir sollten davor eh noch pennen gehen, würde ich ja vorschlagen. Das heißt, pennen tun wir jetzt. Auf der Straße? Ja, ja. Da kommt ab und an so ein Typ vorbei, der uns stört, aber... Ja. Ach, sei doch genau cool. Der. Mach nochmal. Wo bist du denn? Hm? Ich würde niemals einen Befehl verweigern. Na da. Na, diesmal hat's geklappt. Nee, hat's schon wieder nicht geklappt. Der will zu dir. Ja, ja. Könnt jetzt nicht ruhen. Jetzt kann ich ruhen. Oh, okay, wir pennen ja schon im Gasthaus. Hat's nicht funktioniert? Ah, nee, da kommt er wieder. Nee. Lass dich einmal anquasi. Da kommt der Sepp schon wieder. Komm, einmal probieren wir noch. Einmal geht noch. Ah, jetzt? Jawohl, ja. Weil wir müssen ja sparen. Wir haben ja nur 133.000 Gold. Oh ja, wir sind ganz arm. Oh ja, wir gehen oben rechts raus. Puh, wenn du das sagst. Jawohl! Ich hab gestern meinen Uhr kaputt gemacht. Dieser komische Nupsi ist abgebrochen, weißt du? Nein. Ja, jetzt muss ich eine neue kaufen. Dabei ist die so schön. Kannst du nicht ein... neues Nupsi dran machen? Nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht kann man das irgendwie austauschen. Einen Käsekuchen dran machen? Käsekuchen? Ja. Nee. Na, 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 na. Wir können jetzt noch nicht versprechen, ob Baldur's Gate jetzt wieder regelmäßig kommt oder nicht. Also wir müssen einfach mal schauen, wie wir zur Aufnahme kommen. Genau. Aber es kommt auf jeden Fall immer wieder mal. Weil Semester ist bei mir doch relativ viel stressig. Ja, bei mir ist es auch nicht so geil. Der Minz ist auch da. Yep. Wir wollten, wohin gehen wir verkaufen? Also, Wukins Promenade. Werden zu unserem Stammhändler. Zu unserem Stammhändler. Genau. Zum Riebald. Der alte Hund. Ein bisschen Rasen mähen. Der wächst aber auch gerade wieder ganz schnell nach. Es ist im Herbst immer ganz schlimm. Also da sprießt der Rasen richtig. Ich dachte, ich habe heute wieder, als ich mit dem Bus durch die Stadt gefahren bin, so einen Typen mit dem Laubgebläse gesehen. Ja, Laubgebläse sind die unsinnigsten Erfindungen, die es gibt. Ja, das ist, wenn man zu viel Benzin hat, dann kann man ein bisschen im Laubgebläse rumblasen. Genau. Ja, wenn man zu viel Benzin hat, dann gibt es irgendwelche so klugen Leute, die den ganzen Tag auf dem Parkplatz vom Supermarkt rumrennen und das Laub von einer Ecke in die nächste blasen und dann kommt der Windstoß und verteilt alles wieder. Oh ja. Oh, das ist echt mein Traum. Aber was auch nicht viel besser ist, sind diese komischen Wasserstrahler manche machen ja ihre
Garageneinfahrt damit sauber zum Beispiel. Was du da an Wasser durchbläst innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Minuten. Mit so einem Hochdruck rein. Ja, ja. Meinst du? Auch völlig. Nee, so viel Wasser verbraucht der gar nicht. So aber es reicht. Also nein, es ist echt nicht so viel. Ich würde niemals einen Befehl verweigern. Ist verhältnismäßig wenig. Weißt du? Ja, ja. Es sieht, nach viel aus, finde ich. Bla 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 bla. Warum kann ich nicht nehmen? Für euch tun, damit eure Träume heute wahr werden? Hä? Alles klar bei dir. Hausierer, Handwerker oder Höllenleich, das kümmert mich nicht, die Bohne. Was ist Höllenleich, bitte? Kennst du nicht Höllenleich? Ja, Riebald kennt das, aber ich kenn's gerade irgendwie nicht. Es gibt sowas, es gibt Höllenfrösche, ja? Andi, sei einfach ruhig. Und Höllenfrösche verlieren Höllenleich. Andreas? Muss ich damit auch anfangen? Du kannst nein, muss ich nicht. Ja, das kann nur Jakob. Das kann nur der und auch richtig Jakob. Nervig. Don Jacopo. Don Jacopo. Ja. Drachentöter? Brauchen wir den noch? Schon, oder? Ja, wir haben noch keinen Drachen getötet. Doch, übrigens. Den schwarzen. Nein. Echt, haben wir den gekillt? Ich dachte, einen hätten wir gekillt. Stimmt, ja, du hast ja die Rüstung von ihm an. Verdammt, ich wollte eigentlich... Stimmt, den haben wir schon gekillt. Fail, Andi. Aber Fail, den roten haben wir nicht geschafft. Den müssen wir uns merken. Ja, den machen wir später mal. Ja, okay, dann gehen wir mal... Ich hab noch nicht alles weg, glaube ich. Ja, du, ich warte schon mal unten auf dich, dass ich ein bisschen mir das anhören kann. Baldurans. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Yeah, ihr müsst eure Gruppe erst Baldurans Schild, wollen wir den behalten? Verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst jetzt eure bist mal Gruppe ruhig. Erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst Fuß sammeln, Fuß bevor Klasse. Ihr das Gebiet versammeln könnt. Ihr müsst eure Andi, Gruppe kurz ruhig. Sammeln, bevor ihr eure Gruppe verlassen könnt. Was? Gruppe verlassen? Baldurans Schild. Brauchen wir den noch? Wieso habe ich den noch? Ja. Brauchen wir den? Ja. Ja. War der gut? Ja. Also hört sich gut an. Lest dir durch, was er kann. Also, ach, das war das. Der Drachenhelm? Ja. Ich glaub schon, okay, oder? Hier mal diesen ihr ganzen müsst Schrott. Eure Gruppe erst sammeln, wird bevor man voll ihr zum Messi bei dem Spiel. Könnt. Ihr müsst eure Gruppe Andi, erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ist was, Doc? Lösegeldforderung brauchen wir nicht mehr. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Leeres Trankfläschchen, was will ich da? Ich weiß es nicht. Handgeschrieben, Notiz kann weg, die da auch. Wir können es ja mal irgendwo eine Truhe machen, da einfach alles reinlegen. Ja, das ist so aufwendig. Boah, viel zu aufwendig. Festungsschlüssel? Ja, behalt sowas mal, alle Schlüssel bitte. Nachricht, auch weg. Soll ich dir mal was erzählen? Eine Geschichte, oh ja. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet die Ankrickpanzer. Ihr müsst eure Gruppe daraus erst sammeln, bevor Rüstung ihr machen, das Gebiet verlassen könnt. Ja, aber kannst verkaufen, wir haben besser. Die Rüstung. Kauft keiner. Das nicht hat mehr. Keinen Wert, also. So. Ja, aber ja. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, Andi, jetzt bevor ihr echt das gleich. Gebiet verlassen könnt. Ich stupse dich gleich an. Über Facebook, oder geht es über Facebook? Mach halt, ich habe ja Facebook nicht online. Oder ihr müsst wo gerade den anstupsen war das bei Facebook? War bei MSN ja, gibt's anstupsen auch. Ist, nee, bei anstupsen ist Facebook und Gruschen war SchülerVZ. Das war Gruschen. SchülerVZ noch. Das gibt's auch noch, oder? Gruschen? Das gibt's garantiert keine noch. Keine Ahnung. Bestimmt. Ich weiß nicht, hab ich da noch in der Karte? Hab ich ihn schon gelöscht? Ich hab meinen mal weggemacht. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor Alter, ihr das Gebiet verlassen könnt. Muss mal gucken, ob ich den Sound austauschen also kann. Also Friedhofsviertel. Mach ich mich mal an deinem Laptop zu schaffen. Dann jedes Mal, wenn du es probierst. Nee, bei jedem Klick. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, ich lade ein bisschen. Jetzt ja, erzähl mir mal einen Schmankerl aus deinem Leben. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor aber ihr das doch. Gebiet verlassen könnt. Ja, okay. Trauernder? Was gibt's da? Ja, die laufen hier rum, ein bisschen Trauernde. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen mal Eingang zu den unteren Grüften. Und zwar hier vorne. Haben wir denn den Dingern schon überall drin? Ja. Da ist die Tür. Nee, keine Ahnung. Ja, das ist die Frage. Ich würde mal sagen, wir gehen hier oben rechts mal zu.
Eingang zu den unteren Grüften. Ach, hier unten gibt's auch noch was? Jetzt übel viele Gräber, wo wir noch. Ja, dann lass erstmal hier runtergehen, da hast du recht. Wir machen uns quasi von 5 Uhr aus antiparallel im Uhrzeigersinn. Also gegen den Uhrzeigersinn. Ja, okay. Du weißt, wo 5 Uhr ist? Ja, ich musste gerade erstmal schauen. Du gehst besoffen. Egal. Der Arendt. Ihr müsst eure Konversion. Ich glaube, der Arendt ist für unsere Liebe. Hör mal schnell. Bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, du. Ja, ich warte auf dich. Ja, ich stehe schon. Wo ist denn der Halbling schon wieder? Na, der ist zu kurz. Hat ein bisschen kurze Beine heute. Ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Schritt zur Seite. Na. Das ist ja furchtbar. Oh nein. Ah. Wir haben Quest. Was?